Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. 5:0 gewinnt Rot-Weiß Oberhausen am Ende gegen die U21 des 1. FC Köln. Mike Terranova, nimm uns mal mit durchs Spiel. Ihr habt seit sehr früh mit 1:0 in Führung gegangen, habt auch sehr, sehr früh das zweite nachgelegt. War der Gegner da schon gebrochen oder hast du dir da noch Sorgen gemacht, dass das in eine andere Richtung gehen könnte? Ja, alles klar. Ist natürlich ein Dosenöffner, wenn er durch eine Standard nach 2 Minuten in Führung geht, das beflügelt. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass dann Köln auch gute Umschaltmomente haben, wo sie halt unglückliche Entscheidungen getroffen hat. Es hätte auch genauso dann auch 1-1 stehen können. Ich glaube, dann haben wir auch so ein bisschen die Stück weit unsere Qualität, wo wir dann auch endlich mal unsere Chancen nutzen. Da war gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Köln jetzt auch nicht schlecht gespielt haben, dass die alles rausgehauen haben. Aber wenn man halt unten drin steckt, ist es halt so. Man trifft halt nicht. Gerade auch bei den jungen Spielern ist es wahrscheinlich dann auch im Kopf, eine Kopfsache halt. Aber im Endeffekt, denke ich, haben wir ein gutes Heimspiel gezeigt. Was auch wieder das dritte Mal zu null, das war halt auch wichtig, weil die Defensive muss bei uns stehen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das Ergebnis spricht dafür für uns halt. Das Ergebnis spricht auf jeden Fall für euch. Du hast die Effizienz angesprochen von euch. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, Köln hat euch manchmal auch schon fast gefühlt eingeladen. Sei es ein Roloff, der da gerade eben den Torwartfehler gemacht hat. Auf der anderen Seite dann teilweise, so wie ich finde, eine, nennen wir es mal, suboptimale Zuordnung in der Defensive. Da waren auf einmal Räume für euch. Oder auch, dass sie mal weggerutscht sind. Dass man, also es sind viele Kleinigkeiten, wo das Spielglück auch nicht auf Kölns Seite war. Anton mit dem Doppelpack. Starkes Spiel. Sven Kreier auch mit einer guten Leistung. Bist du sehr positiv gespielt, stimmt, dass deine Leistungsträger so früh jetzt auch schon im Jahr in guter Verfassung sind? Ja, das hat sich halt in der Vorbereitung angezeigt. Ne? Gerade auch Kreier, der ist ja unheimlich wichtig, weil er, ja, wenn er einen Ball spielt, dann kommt er auch so, wie er halt kommen muss halt. Ne? Und er hält seinen Körper auch bei den Toren, seinen Körper rein, verhindert, dass der Ball geklärt werden kann und. Kreier ist natürlich ein Führungsspieler, der vorweg geht, der im Training auch immer Vollgas gibt. Bei ihm gibt es halt nicht 50% oder 80%, immer 100. Er arbeitet sehr, sehr viel an seinem Körper und das ist halt die Belohnung halt. Ne? Und schade, dass er heute kein Tor gemacht hat, weil er hätte es einfach auch verdient gehabt. Aber wie gesagt, er wird nicht an Toren bei uns gemessen, sondern ist halt der Führungsspieler, der vorbereitet und Tore macht er sowieso. Ja, und dann ganz zum Abschluss noch die Frage, einmal kurz ja jetzt mit dem Blick auf die nächsten Wochen. Lippstadt steht zum Beispiel vor der Brust, aber auch das Heimspiel gegen Rödinghausen. Wie blickst du auf die Spiele? Denkst du, gerade jetzt mit der Leistung im Rücken geht er da ganz beflügelt rein, weil auch Lippstadt ist kein einfacher Gegner? Ich habe es ja schon vorher gesagt, dass wir halt gar keine einfachen Gegner haben. Wir müssen in jedem Spiel reingehen und jeden Zweikampf so führen, dass es der letzte ist. Lippstadt ist unangenehm, aber auch Rödinghausen. Da haben wir ja auch im Hinspiel 5-1 verloren, wo sie gefühlt dreimal aufs Tor geschossen haben und 4 Tore gemacht haben. Ich glaube, das sind alle Sachen, die bei uns im Kopf festsetzen. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal auf Lippstadt. Und da weiß ich, dass uns ein guter Gegner mit gutem Ballbesitz Fußball spielt. Und ja, da werden wir natürlich versuchen, den nächsten Dreier zu holen. Ich danke dir, Mike. Danke. So, mach's gut. Und dann wartet jetzt auf uns Marc Zimmermann, Trainer der Kölner. Oh, da kommt er auch schon. Hi, Marc. Also, ja, erstmal am Ende nicht ganz so schönes Ergebnis für euch, um es nett zu umschreiben. Ihr seid sehr, sehr schlecht reingekommen, weil ihr sehr, sehr früh ein Gegentor gefangen habt. Dann fand ich, ging's eigentlich. Ihr hattet ja auch selber eine gute Chance, wo Breuer und Schwirten dran vorbeirutschen, wo wirklich nicht viel fehlt. Da war auf jeden Fall Kampfgeist da, aber dieser zweite Gegentreffer, der war, glaube ich, nochmal so ein richtiger Schlag auch ins Gesicht, wo man gemerkt hat, dass ein paar der Jungs vielleicht auch mental so ein bisschen dran zu knabbern hatten. Dann kannst du uns mal mitnehmen, wie du das empfunden hast. Also sehe ich genauso. Also schlechter bzw. ungünstiger in so ein Spiel zu kommen, kann ja nicht passieren, weil wir im eigenen Aufbau direkt in der ersten Minute diesen krassen Fehler machen. Und dann ist dann, man sieht einfach in den Augen der Jungs dann, da gibt es einen Standard, das, wo wir anfällig waren auch in der Vergangenheit, führt direkt zum ersten Gegentor. Und dann spielst du aber passabel mit und klar, Oberhausen zieht sich ein Stück weit zurück und wir haben uns 1-2 Chancen, richtig gute, hast du gerade angesprochen, erarbeitet. Die Überzeugung fehlt komplett, dann diesen Ball über die Linie zu drücken. Und dann ist es gefühlt so, dass Oberhausen immer so alle 10 Minuten dann anruckt und mit jedem Ball, der durch den 16er fliegt, mit jedem langen Ball von Davari, der verlängert wird, kriegen wir auch 2 Gegentore daraus. Das ist einfach, das ist zu einfach. Das hat für mich keine körperlichen oder
vom Willen Ursachen, sondern das ist rein mental das Problem der Jungs, dass der Fuß wackelt, dass sie sich nicht imstande sehen, dagegen zu halten, auch wenn sie es wollen. Und an sich, wir gehen mit dem 0-3 in die Halbzeit, aber die 20 Minuten danach, du liegst 3-0 hinten, das Spiel ist fast entschieden, aber die Art und Weise, wie es die Jungs dann machen, sie konzentrieren sich auf sich selbst, auf ihr Spiel, jeder zeigt seine Leistung und die 20 Minuten sind absolut okay, aber die möchte ich gerne beim Stand von 0-0 sehen und beim 0-3. Und das Spiel endet dann letztendlich auch so, wie es begonnen hat, dass wir da natürlich sagen, wir wollen nicht jetzt noch eine Klatsche kriegen, aber es kommt genau so. Der letzte Ball ist symptomatisch dafür, dass wir mit einem langen Ball vom Innenverteidiger ausgespielt werden. Und der Lupfer ist dann so dieses, was im Ganzen die Krone aufsetzt. Du hast ein paar Dinge angesprochen, die ich so auch während der Übertragung im Kommentar erwähnt und angesprochen habe. Ich will erstmal auf einen Punkt noch zurückkommen, den du hattest, diese 20 Minuten nach der Pause. Da hat man dann mit der Szene von Schwirten, diesem Schuss, das ist ja ein technisch super Spieler. Ich würde sagen, von 20 macht er 19 von den Dingern rein. Aber in dieser genauen Situation, mit dem Spielstand, mit der mentalen Einstellung, war es dann halt wahrscheinlich einfach nicht gewollt, das, was du ja dann auch gesagt hast. Und ja, diese langen Bälle hinter die Abwehr, da gab es das 2-0, war einfach nur ein lang geschlagener Ball von Davari hinter die Kette. Das geht viel zu einfach. Kreier, der ihn abschirmt, in den Rückraum legt, der guckt noch nicht mal. Das war ein Norduk-Pass, der weiß, okay, da habe ich den Raum, hat sich gut vororientiert. Und dann auch der letzte. Ich habe zwischendrin eigentlich mal gedacht, dass die Jungs das ganz gut gemacht haben, dass sie das auch ein bisschen nach hinten haben fallen lassen. Aber in dem Moment, du hast gesehen, sie haben falsch, ich weiß gar nicht, wer es war, einer springt unter dem Ball durch, Roloff steht wie angewurzelt da, geht nicht drauf, geht nicht zurück. Ja, ist dann sehr, sehr bitter. Was davon wird im Training jetzt aufgearbeitet werden? Wahrscheinlich alles, aber wo werden die Schwerpunkte liegen? Wir müssen uns erstmal sammeln. Also alles das, was wir jetzt in den letzten Tagen, Wochen gezeigt haben, haben wir, wie gesagt, nach dem Stand von 0-3 abgerufen. Aber das kann ja nicht die Voraussetzung sein, dass wir erst ein, zwei oder drei Gegentore kriegen müssen, um aufzuwachen. Das geht nicht. Also ich habe ja vorm Spiel auch gesagt, dass wir nicht die Zeit haben, auf bestimmte Spiele zu schauen, sondern wir müssen vom ersten Spiel an da sein. Das waren wir heute nicht. Wir waren nicht auf der Höhe und jetzt wird es ja auch nicht einfacher für die Jungs, weil die Spiele insgesamt ja weniger werden und die Punkte, die zu vergeben sind, sind ja auch weniger. Ja, und wir müssen ja gucken, dass wir erstmal unsere Leistung in den Griff kriegen, bevor wir auf andere Plätze schauen. Oder ob ich mich jetzt damit befasse, was dann nächste Woche mit Düren ist. Aber das Spiel ist jetzt verloren. So viel können wir nicht mitnehmen aus diesem Spiel, außer diese 20 Minuten. Aber diese elementaren Sachen, dass ein langer Ball zu erwarten ist vom Innenverteidiger. Und der kommt auch. Und ich als ballnaher Innenverteidiger eben das Kopfballduell verliere oder den Ball falsch einschätze, muss ja mein Partner da sein. Also ich muss mich doch auf meinen Partner verlassen können. Und das sehe ich momentan nicht. Dann bin ich gespannt, wie das nächste Woche gegen Düren macht. Ich bedanke mich, Marc Zimmermann. Und ja, einer aus deinem Team wartet nämlich schon, Thomas Kraus. Viel Glück dann in der Woche noch und danke. Dann ist Krause jetzt dran. Ich habe gerade schon mit deinem Trainer drüber gesprochen. Das Spiel ist eins, da nehmt ihr wahrscheinlich nicht viel mit, zumindest nicht viel Positives mit in die nächste Woche. Für dich erstmal persönlich, muss ich sagen, fand ich, hast du ein gutes Spiel gemacht. Du hast an vielen Aktionen auch offensiv beteiligt. Gerade diese Szene ganz am Anfang, wo Schwirten und Breuer dran vorbeirutschen. Meinst du, wenn der reingegangen wäre, hätten wir ein ganz, ganz anderes Spiel heute gesehen? Also ich glaube, wenn man 0-5 verliert und das erste Tor nach einer Minute fällt, dann ist eine einzelne Leistung, ja, egal, wir sind hier untergegangen. Ich gehe sogar so weit, dass es blamabel war, dass es echt eine Frechheit war. So können wir nicht auftreten. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht 1-0 verloren haben und dann sagen wir, wir hatten hier die Chance, sondern wir sind untergegangen. Wenn Oberhausen nicht zwei Gänge rausnimmt und hier Nachwuchsspieler bringt, die uns dann auch noch einen reinschießen, aber dann kann es noch ganz böse ausgehen. Und so sind wir nicht konkurrenzfähig, wenn wir in Sachen Zweikampfverhalten und ja, Torverteidigung, das hat mit Regionalliga nichts zu tun, das hat aber auch mit einer anderen Liga nichts zu tun. Und wenn du mit zwei langen Bällen beispielsweise überspielt bist und der Gegner steht allein vom Tor, dann, dann ist die Frage, was machen wir? Und das müssen wir uns einfach, ja, wir müssen Tacheles reden, wir labern jetzt schon seit Wochen rum. Und jetzt geht es darum, dass wir das nächste Spiel wieder nutzen und versuchen, da zu gewinnen. Also wir hören nicht auf, wir werden bis zur letzten Patrone kämpfen. Und das sind wir, ja, das sind wir dem Emblem schuldig, das wir tragen dürfen. Und mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen.
wir wollen trotzdem noch mal kurz ein bisschen über das Spiel auch sprechen. Du hast diese langen Bälle angesprochen. Ich habe sie jetzt sowohl mit Mike Terranova, aber auch mit deinem Trainer, mit Marc Zimmermann noch mal so ein bisschen durchgekaut. Ich hatte generell das Gefühl, dass in vielen Situationen gerade zu Beginn die Zuordnung an der Defensive nicht wirklich gegeben war. Dass es ein bisschen vogelwild sogar fast schon war. Es waren Pässe über 3-4 Meter, die irgendwie so ein bisschen ja, ungenau ohne wirklichen Zug gespielt worden sind. Es gab zum Beispiel einen Rückpass auf Julian Roloff, wo Lunga den fast noch erläuft. Also da war ganz viel, ja, was ist das, Respekt? Ist das Angst? Ist das vielleicht auch einfach so eine mentale Unsicherheit gerade? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir haben einfach viele Jungs, die kennen die Situation nicht. Du hast immer in der Jugend gespielt, du warst vielleicht auch immer erfolgreich. Jetzt hast du eine Drucksituation. Ich meine, die Tabelle kann jeder lesen. Und vielleicht ist es dann auch ja, ein Stück weit Verunsicherung, Nervenkostüm. Weil ich glaube, wir sind uns schon einig, dass wir auch in der Saison schon Bälle über 5 Meter an Mann gebracht haben und auch schon mal ein Tor erzielt haben. Und es nicht immer vogelwild ist, aber Fakt ist, wir kriegen zu viele Gegentore. Da müssen wir uns als Mannschaft hinterfragen. Alle schießen auch zu wenige und ja, deswegen gebe ich dir recht. Also es ist natürlich nach 20 Spielen auch Qualität, da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber es ist auch natürlich Nervenkostüm, weil wenn es nur Qualität wäre, dann hätten wir es noch nie gezeigt. Die Jungs haben das schon gezeigt, aber heute ja, ist es mit Sicherheit auch eine nervliche Belastung. Ja, dann sage ich erstmal danke Thomas Kraus, weil Anton Heinz wartet da hinten schon eine ganze Weile. Anton, von eher etwas betröppelten Gesichtern hin zu einem, der großen Grund zu lachen hat. Doppeltorschütze Anton Heinz, Saisonstart oder Jahresauftakt, so für euch jetzt natürlich grandios gelaufen mit einem 5:0 gegen ja, dann doch eher sehr stark enttäuschende Kölner. Nimm uns mal durch deine persönliche Leistung mit 2 Tore. Das zweite, naja, ich glaube, ist glücklich, aber nimmst du dann mit, dass der Roloff den dann noch so reinlässt? Ja, bewerte dich heute mal so ein bisschen selber. Ja, ich glaube, insgesamt haben wir richtig gut gespielt, standen gut. Mit der ersten Chance direkt das Tor gemacht mit der Ecke, wo wir es rausgespielt haben. Und ja, das beflügelt einen, haben wir frei oft gespielt. Haben Köln kaum Chancen zugelassen. Und ja, dann hatten wir halt Räume, die mussten nach vorne spielen und dann haben wir das gut genutzt und ja, haben verdient 5:0 gewonnen. Es wirkte auch teilweise unfassbar eingespielt bei euch, dieses erste Tor. Kreier, der den Ball eigentlich fast No-Look reinspielt, Lunga, der ihn auch mehr oder weniger No-Look dann einfach ablegt auf Ngombo, auch bei deinem Tor. Kreier, der dann rauslegt auf Merz, der zu dir raus. Also da waren ganz, ganz viele Aktionen, wo man sich denkt, oh, das sieht fast schon einstudiert aus, das sieht gut aus. Also ihr habt in der Vorbereitung gute Arbeit geleistet. Trotzdem gab es 2, 3 gute Möglichkeiten für die Kölner, wo ihr in der Defensive dann vielleicht nicht ganz da wart. Es gibt Teams, die machen die dann auch rein und dann geht das anders aus. Was habt ihr da vielleicht, was ihr noch verbessern könnt? Ja, ich glaube, Köln ist ja jetzt keine schlechte Mannschaft so, haben das dann auch gut ausgespielt. Klar, wir hätten vielleicht ein bisschen griffiger sein müssen und konsequenter sein müssen, vielleicht den Ball auch mal rausschlagen und nicht versuchen, noch klein-klein zu spielen, aber man lernt draus und ja, ich glaube, wie gesagt, Köln war keine schlechte Mannschaft, war klar, dass sie 2, 3 gute Aktionen haben, aber sind nicht reingegangen und ja, unsere schon. Ja, das stimmt tatsächlich. Eure sind reingegangen. Der Kollege Renor Rexter sogar mit seinem ersten Saisontor, wenn ich so, ich glaube, das erste Regionalliga-Tor überhaupt von ihm. Also da auch Glückwunsch an den Kollegen. Jetzt auch auf dich noch oder für dich bezogen. Du bist jetzt so gut ins Jahr gestartet. Glaubst du, den Schwung, den du heute gewonnen hast, dass du den, wenn du den nächsten Wochen mitnimmst und vielleicht oben noch was schief geht bei Münster, dass ihr noch mal so eine gewisse, ja, diesen Blick nach oben wagt und vielleicht noch mal einen Angriff startet? Wir gucken auf uns, also wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir haben die Qualität, jedes Spiel zu gewinnen. Und ja, am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt. Aber wir gucken nur auf uns, versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann mal schauen. Danke, Anton Heinz. Dann noch einen schönen Nachmittag, Samstagnachmittag. Und das war's von uns hier aus dem Stadion Nieder. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.